So, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt an der Insel angekommen. Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Und wir gucken jetzt nach einem Punkt, an dem wir anlegen können. Aktuell gibt es hier gar keinen. Das ist ja doof. Ich habe Haare. Haare. Überall sind Haare. Ich freue mich. Es ist doch einfach nur schön. Also wenn es hier keinen Punkt zum Anlegen gibt, dann ist jetzt hier Schluss. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu warten. Denn nur die Wartenden kommen in den Gartenden. Halte B gedrückt, um zu tauchen. Das könnt ihr vergessen. Das will ich nicht. Und das werde ich auch nicht. Ich werde jetzt hier an Land gehen, werde Phobos rufen und einfach mal durch die Gegend reiten. Irgendwann werden wir schon einen Hafen finden, von wo aus wir das Schiff rufen können. Wahrscheinlich eher auf der anderen Seite. Wir werden mal gucken. Schubidubidu-wap-wap. Ich heiße Angela. Und auch du, Nanette-Manoir. Stößt mir nicht, ist das klar? Komm her, Phobos. Hephaistos-Insel, der Reichtum der Götter. Ach, hier gibt's schon ein Alpha-Tier. Ja, brauche ich gar nicht großartig durch die Gegend reiten. Wo ist denn das? Hier ist kein Alpha-Tier. Wo ist das Alpha-Tier? Noch weiter oben. Gott. Ein bisschen Beute gibt's. Es gibt noch eine Schatztruhe. Und es sind Löwen. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Lassen sich sehr schnell kaputt machen. Wenn man sich Mühe gibt. So, stirb. Oh. Nein! So, der brennt schon mal. Und jetzt ist er tot. Okay, reicht. Jetzt kommt der nächste Löwe. Ach Mensch, das macht man doch nicht. Man fällt nicht anderen in den Rücken. So, der Alpha-Löwe ist tot und ich bin's auch gleich. Oh, oh, oh. Ich meine, ich hab's abgeschlossen. Darauf kommt's ja an. Aber jetzt muss ich hier weg. Tschüssi. Okay. Geschafft. Wir sind entkommen. Ui, wo ist das nächste Fragezeichen? Da. Nicht allzu weit weg. Aufgegebenes Grab. Natürlich. Und wieder ein weiterer Fähigkeitenpunkt. Ich meine, soll mir recht sein, ne? Es ist nicht unbedingt das Problem. Nehme ich gerne mit. Aber, dass die jetzt alle so mit mal kommen, die hätte ich mir wesentlich früher gewünscht. Alles mitnehmen. Dankeschön. Ich hoffe ja, dass wir in den jeweiligen Lagern, in denen dann auch so Materialien rumliegen, die jeweiligen Pfeile vorrätig sind. Das wäre toll. Wir gehen erstmal komplett nach unten. Hier unten muss irgendwo die Stele sein. Da kommen wir nachher wieder raus. Dann gehen wir hier durch. Oder auch nicht. Da kommen wir auch wieder raus. Ist ja schön. Es gibt keinen Eingang. Verdammt, der muss woanders sein. Aber hier hinten nicht. Von da sind wir gekommen. Dann sind wir hier durch. Dann gehen wir jetzt rechts rum. Ah, und wir müssen runterspringen. Aber bevor wir springen, nehmen wir die Kiste mit. Ist immer doof, wenn man Y drückt, dann kommt man nur eine Münze und man denkt so, ja, du kannst trotzdem ruhig die Kiste laden. Nebenbei, aber macht er nicht. Da muss man nochmal Y drücken und gedrückt halten und dann nimmt er wieder nur Münzen. Das ist manchmal echt nervig. Aber gut, so ist das Leben eben und es wird Regen geben und wir haben die Stele noch nicht gefunden. Wo ist die hin? Und hier kommen wir auch nicht durch. Dafür hätten wir was anderes verschieben müssen. Das gibt's ja nicht. Ist hier irgendwo ein Gang? Vielleicht auch ein Eingang? Das
Ist ja schön, dass hier die Kiste ist, aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Okay, ganz ruhig. Dann habe ich irgendwo was verpasst. Schau dich nochmal genauer um. Ach Gott, ja. Da ist was im Weg. So, jetzt kommen wir hier durch bei der Kiste. Mwahaha, endlich. Gucken wir es uns mal an. Eieieiei, so. Einmal unten durch. Ne, jetzt sind wir wieder zu Hause. Wieder zurück. Ich laufe immer dran vorbei. Hier rein. Dann sind wir wieder bei der Kiste, springen runter. Gehen hier durch. Na, das nenne ich doch mal ein leichtes Rätsel. Endlich mal. Oh. Hi, schön euch alle kennenzulernen. Ich bin Achilles. Theseus? Perseus? Wer bin ich denn? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Verdammt. Ich bin Alexandrios. Alexios. Mir ist der Name völlig entfallen. Oh, ich glaube, ich brauche eine Pause. Wer bin ich eigentlich? Antike Stele gefunden, sehr schön, Schatz mitgenommen, wir können abhauen. Ich will mich mit den ganzen Viechern hier nicht weiter beschäftigen. So, ich hoffe, den Rückweg finde ich jetzt und biege nicht vorher ab. Denn dann habe ich echt, dann ist völlig vorbei. Dann kann ich auch ins Bett gehen. Aber ich will noch nicht ins Bett. Ich will wenigstens noch eine Insel abschließen, bevor ich das tue. Bevor ich verschwinde und ich wäre jetzt beinahe wirklich da reingelaufen. Mann, 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 doch. Guti, Fackel aus, Schwert raus. Wir gucken, was wir als nächstes machen können. Da vorne ist noch ein Fragezeichen. Das holen wir uns als nächstes. Dafür brauchen wir Phobos. So schön. Braver Phobos. Lass uns loslegen. Das sieht auch wieder nach einer Höhle aus. Denn das ist wieder an einem Berg. Hier gibt es nichts, nur ein paar Leute. Nein, ich habe keine Zeit für dich. Da hat sich noch ein Fragezeichen ergeben. Ui, uralte Festung. Wenn die so uralt ist, dann wird es dort auch uralte Leute geben. Befehlshaber ausschalten, Kultisten wachen. Gibt es auch 16 Stück. Das wird eine ganze Weile dauern. Aber gut, wir kriegen das hin. Ostrakon-Rätsel, Schatztruhe. Okay. Dann haben wir soweit alles gefunden. Drei Schätze. Ein Ostrakon-Rätsel, 16 Leute und ein Befehlshaber. Das wird eine ganze Weile dauern. Alles gut. Ostrakon-Rätsel haben wir. Schatztruhe hier vorne haben wir nicht. Kommen wir so nicht ran. Obenrum aber auch nicht. Da ist auch nichts. Das ist schlecht. Aber der da muss weg. Gut gemacht. Okay, jetzt erstmal die Anzeige aufladen lassen. Wolf ist tot. Gier nach Missgeschicken. Okay.
Ein Teil ist abgehandelt. Hier brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Das schaffen wir. Nächster ist weg. Jetzt müssen wir bloß sehen, wie wir hier hinten an die Kiste rankommen. Es muss doch einen anderen Eingang geben, oder was? Vielleicht durch eine Höhle? An der Seite? Nee, hier ist keine Höhle. Jetzt kommt der nächste. Oh, verdammt. Da ist irgendwas. Ein geübter Mann. Und tschüss. Das ist nicht gut, von dieser Seite kommen wir schon mal nicht ran, aber vielleicht von dieser Seite? Nee, es gibt keinen weiteren Gang hier durch, nur den einen. Wie kommen wir da ran? Dann gibt es ja nur noch die Möglichkeit obenrum. Meint ihr, obenrum ist was? Nee, hier gibt es nie und nimmer einen Eingang. Aber auch nichts zum irgendwie so reinklettern oder so, ne? Sieht echt schlecht aus. Einen Hebel habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht ist damit die Kiste da unten gemeint. So, du bist auch weg. Jetzt haben wir nur noch 10 vor uns. Einer ist gleich hier vorne. Noch 9. Und 2 Schätze. Oh je. Okay, wird schon, wird schon. Gib dir Mühe. Fällt natürlich überhaupt nicht auf. Tschüssi. Was war das? Irgendeiner hat Wah gemacht. So, dann ist jetzt der Befehlshaber dran. Der wird nicht so einfach tot gehen. Oder doch? Nice. Aber trotzdem, es fehlen mir noch Kisten. Ja, das da drüben ist egal. Ich komme nicht ran. Beweg dich mal bitte. Kriegen wir dich so tot? Ja, kriegen wir. So, dann sind es noch 7. Waren es nur noch 7. Okay, räumen wir erstmal von hinten auf. Bevor wir uns dem Rest widmen. Sehr schön. Es ist gut, dass sich die Adrenalinanzeige immer wieder erholt. Einmal kurz warten. Wieder einer weg. Jetzt ist nur noch einer übrig. Ganz ruhig. Okay. Noch 5. Oh, verdammt. Wo kommt der denn her? Ach, der macht doch wieder alle wild hier. Oh, wo sitze ich denn schon wieder fest? Was soll ich tun? Kämpfen? Ja, mal angebracht. Siehste, das war's schon.
ist jetzt der nächste dran. Voll gerammt. Drei Stück haben wir noch. Nehmen wir uns erstmal die Schatztruhe. Okay. Dreh dich, Mädel. Dreh dich. Mach hopsasasa. Okay, er dreht sich nicht. Er dreht sich wirklich nicht. Verdammt. Gut, dann kümmere ich mich erstmal um das Mädel. So ist gut. Jetzt sind es noch zwei. Da waren es nur noch zwei. Ach, jetzt ist der runtergesprungen. Du nervst. Du nervst richtig. Gott. Und schon ist es nur noch einer. Dann sind wir durch. Mit diesen Kultistenwachen haben wir echt keine Probleme. Gott sei Dank. Hier führt jetzt kein Weg in die Höhle rein, aber oben. Das heißt, wir gehen jetzt hoch in die Höhle rein, holen uns den Schatz und den Bösewicht. Und dann frage ich mich immer noch, wie wir dort oben rankommen an die Truhe. So ist gut. Das gehört noch mit dazu. Ja, offensichtlich. Aber hier passt keiner auf. Umso besser für uns. Ach, verdammt. Ich habe mir schon gedacht, dass die Kiste nicht mit dazu gehört. Das kann doch nicht, Warzenschwein. Wie soll ich denn da oben an die Kiste rankommen? Ich meine, jetzt können wir uns dort in Ruhe umgucken. Jetzt wird uns keiner mehr belästigen. Aber trotzdem ist es nervig. Komm schon, gib mir einen Wink mit dem Zaunpfahl. Am besten haust du mir gleich den ganzen Zaun um die Ohren. Ich werde auch gleich mal unten gucken. Vielleicht ist unten noch irgendwie ein Eingang nach oben. Ah, die Tür ist immer noch verschlossen. Ich krieg sie nicht auf. Nee. Hat keinen Sinn. Schau dich mal bitte überall um. Gibt es hier irgendwo einen Höhleneingang? Wohl nicht. Vielleicht hätte ich die Höhle zu Ende laufen müssen. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt bin ich wieder stundenlang damit beschäftigt, hier irgendwie einen Eingang zu suchen. Häng dich nicht überall ran. Such lieber einen Eingang. Tja, also ich werde nochmal in die Höhle rein müssen. Einfach bloß, um zu gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. War der Eingang jetzt? Hier, ne? Brauchst du Licht? Nee, eigentlich nicht. Aktuell brauche ich bloß den Schatz. Sondern werden wir uns versuchen, immer wieder weiter rechts zu halten und nach oben zu gehen. In der Hoffnung, das geht auch mal nach oben. Aber hier geht's nie nach rechts. Das ist wahrscheinlich bloß der Hintereingang, den wir schon mal gesehen haben. Ja.
Es hat wirklich gar nichts mit der Festung zu tun. Aber es geht noch tiefer. Warum? Okay, jetzt sind wir von der uralten Festung weg. Wir befinden uns in einer Bärenhöhle. Der Bär beschützt wahrscheinlich alles, was hier rein und raus geht. Nee, das bringt mir nichts. Ah. Wie bitte? Wie soll ich an die letzte Truhe rankommen? Ich habe es jetzt auf verschiedenen Mitteln und Wegen versucht. Es gibt eine Möglichkeit, garantiert. Oder die haben vergessen, die Tür aufzumachen. Bei Ubisoft. Ist doch nicht wahr. Guck dich hier ganz genau um. Guck dich hier ganz genau um. Es gibt keinen weiteren Eingang. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.